So, es ist ein bisschen frischer, weil wir haben die Halle kurz gelüftet. Es ist zwar sonnig im Bayerischen Wald, aber es ist trotzdem immer noch ein bisschen kalt. Das ist so mein Ding immer. Ich erzähle euch immer, wie das Wetter ist, gell? In erster Linie. Ich bin so ein bisschen ein kleiner Wettergott, in Anführungszeichen. So, herzlich willkommen zum neuen Video der Firma Gepfeffert im schönen Bayerischen Wald. So, bei uns ist relativ viel los momentan. Wie gesagt, ihr müsst uns das verzeihen, dass wir sagen, wir machen nur einmal in der Woche Video, weil wir ein bisschen ja, mit allem hinterher sind. Und wenn wir was machen, dann gehen wir nicht mal speziell auf ein Auto, sondern auf mehrere allgemein. So, was geht's heute? Ich habe letztes Mal eine Story gepostet, was alles angeliefert worden ist. Wir haben angeliefert bekommen, neues Cap haben wir bekommen. Ja? So, geil, oder? Mal mit gebogenen Cap. Zeig mal von hinten. Ja, mal mit gebogen, mal was anderes, Trucker Cap Optik, wenn man mal Ü40 ist, schaut jetzt nicht, wenn das Cap hier mal ein bisschen gebogen ist, haben manche Leute behauptet, kommt auch noch ein zweites in einer anderen Optik, das kommt jetzt demnächst und dann kommt noch mal anders, also geht dann bald los. Dann haben wir RS3 8V Limousine bekommen, haben auch schon mal ein Video gemacht von dem Auto, Reifen. Müssen wir noch ein bisschen so einen schönen Reifenglanz drauf machen, weil es sieht gleich immer, dass das die Reifenmontierpaste, wenn die ein bisschen eintrocknet, dann ist es so. Aber ich habe die Felgen vorher, die hochglanzverdichteten Felgen, einmal komplett versiegelt, wo man ja ihr schon gefragt hat, was nehmen wir da immer. Wir nehmen diese Versiegelung, diese Nano-Versiegelung in Sprühflaschen in flüssiger Form. Und deswegen haben wir das vorher gemacht, weil nicht, dass du jetzt mit Reifenschaum da drauf gehst und hast dann Rückstände auf der hochglanzverdichteten Oberfläche. Wir können euch übrigens die Felgen auch hochglanzverdichten. Heute hat ein Kunde angefragt. Genau, also wusste ich nicht, dass man das eigentlich, dass das nicht klar ist. Also ihr könnt das gerne auch bei uns machen lassen. Wir sind jetzt keine Felgenbude. Aber trotzdem, wir haben ja gute Connections und Beziehungen, wo wir Felgen natürlich dementsprechend hochglanzverdichten lassen. Mit verchromen Geschichte, mit Schrauben und sonstiges. So wie unsere Felgen am Dreier, das ist auch so, aber auch unserem Felgenmann gegeben, der uns da ein bisschen optisch das Ganze noch ein bisschen bearbeitet hat. Die Dreierfelgen, wer kennt sie nicht? Die Speedline-Felgen in 18 Zoll vom A38P sind leicht konturig geworden. Wir haben in der Mitte den BBS-Deckel von der Größenordnung reingemacht. Das Bett wurde gepoliert. Ist eine 7,5er mit 165er Reifen. Schaut ein bisschen mega pervers aus, in Anführungszeichen, hätte ich jetzt das mal vorsichtig formuliert. Aber es gibt leider keinen vernünftigen Reifen aktuell, also sprich 185 oder 195, 35, 18, das wo passend für die 7,5er wäre. Deswegen der 165er auf der 7,5er. Und ja, alles andere, wenn jetzt jemand schreibt, ja, aber 195, 40 und 235, wissen wir alles. Dann müssen wir aber das Auto gleich mal 5 cm höher nehmen. Und wir wollen ja nicht am Nürburgring rumfahren. Ne? Von daher passt das schon so. Das ist jetzt mal die Felge, die wo eigentlich die Standfelge geworden wäre. Das Lustige ist, das muss wer ich nochmal... Wer kennt's nicht, ja. Wir haben ja noch zwei Sätze Felgen, die wo aktuell für dieses Auto in Mache sind. Wir haben noch BBS E28, die wo aktuell, die mit dem Magnesiumstern, die wo aktuell gerade zwei Stück silber lackiert werden, zwei bleiben Gold. Wollten wir mal draufstecken, bloß dass ihr mal seht, wie das aussieht. Werden speziell gebaut, werden bloß 6,5er, da sieht der Reifen auch dann ein bisschen geiler aus. Und eigentlich ist die Endwahl, was auf dein Auto mal draufkommt, ist eine hochglanzverdichtete BBS Le Mans in 18 Zoll. Die ist gerade in Bearbeitung auch, mit Stern außen und so weiter. Ja, aber wir werden uns mal schauen, was wir machen. Also vielleicht kaufe ich noch ein Auto dazu, weil ich zu viele Felgen habe. Irgendwas wird es werden. Ja, RS6 wird jetzt dann endlich mal abgeholt, weil der zur X-Pen-Folie, was weiß ich, aufbereitet bekommt. Da hat sich der Kunde selber darum gekümmert. Keine Ahnung, wo das hingeht. Dass ihr bloß da Bescheid wisst, der ist eigentlich soweit fertig. Der 2er Golf steht immer noch im Eck, weil wir unseren Hänger verliehen hatten, dass wir unseren 2er zum Lackierer fahren können. Der kommt aber definitiv jetzt zum Lackierer, weil sonst wird das nichts mehr. Zwischenzeitlich hat es aber motortechnisch was getan. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt habe. Habe ja gesagt, ich suche einen Motor. Habe aber nicht gesagt, dass ich jetzt schon einen habe. Ich suche einen Motor. Und siehe da, es haben sich ein paar Leute gemeldet. Der hat noch einen, aber ich habe schon vorher einen Motor gekauft. Also 16V, 1,8 Liter KR, ohne Cut, 2er Golf, 16V Motor mit 16er 45er Weber, ne? Originale, mit Getriebe, allem drum und dran. Habe ich gekauft, kommt
wenn es gut läuft, nächste Woche mit Spedition. Bis dahin wird aber das mit dem Lackieren, mit dem Motorraum alles definitiv funktionieren. Und dann ist der passende Motor auch in dem Auto, was ich immer wollte. Und dann haben wir unseren 3er-Golf-Motor, wo wir ja gesprochen haben, diesen 16V-ABF-Motor, 2 Liter 16V-Turbomotor mit der 5-Zylinder-Ansaugbrücke für dieses Auto. Aber trotzdem, das wird erst dann im Sommer passieren, weil das Auto wird jetzt nochmal original bewegt mit einem 2 Liter GTI-Motor. S3 geht es dann auch endlich los, wenn wir den beim Lackieren haben. Weil der jetzt soweit fertig ist, da hat mir der Dominik geholfen, innen drin komplett Innenraum zusammenzubauen. Dann können wir endlich hier weitermachen mit uns, mit der Amelie zusammen. Da gibt es auch wieder Videos, wo wir den Innenraum komplett dann fertig machen. Das Auto wird komplett aufbereitet. Die BBS Le Mans kommen dann endlich drauf, weil wir die haben wir jetzt im Winter leider fahren müssen, das Auto jetzt mit Winterreiter, und deswegen kommt dann die Le Mans noch drauf, dass das mal fertig ist. Genau. Dann geht es hier weiter. Der wird noch fertig gemacht nochmal. Da kommt nochmal ein extra spezielles Video dann. Dann haben wir ihn hier, der ist letzten Samstag angeliefert worden. Ganz spezielles. RS6, der ersten Generation RS6 4B. Ne? Auch V8 Biturbo, bisschen Leistung schon drauf gemacht und so weiter und so fort. Originale 9x20 S8 Felgen. Die sind richtig geile Felgen, weil die sind also ein richtigen reinsten Material, die wenn hochglanzverdichtet sind. Sage ich da bloß richtig, richtig geiles Mal. Ja, weil die sind serienmäßig so poliert mit einem Klarlack drauf. Die gibt es so zu kaufen. Wenn du die Hochglanz verdichtest, du wirst die Felge nicht mehr erkennen. So was Geiles hast du noch nicht gesehen, wie die glänzen. Verrückt. Karten Fahrwerk für uns bekommen. Wir können leider das Auto nicht tiefer schrauben. Wir haben hinten noch 4 cm Restgewinde, vorne 6. Also das Auto würde definitiv auch so fahrbar sein, weil die Radkästen groß genug sind. Leider ist dem geschuldet, weil der wieder so eine komische Downpipe verbaut hat, wie es bei den RS4 bis 5 Leuten ist, die wo immer irgendwelche komischen Auspuffanlagen verbauen, wo der Cut einfach am Boden hängt. Und wenn wir hier die Bodenfreiheit nicht einhalten von diesen 8 cm auf feste Teile, dann tut es uns hier leid, dann müssen wir das so einstellen, dass das dann leider hier so aussieht. Ne? Was der Kunde dann nachher macht, kann ich nichts für. Ne? Wir stellen das so ein, dass das vom TÜV passt, der Kunde fährt auch so, der haut das Auto mit Hänger, Hänger steht draußen. Was der Kunde nachher macht, kann ich nichts für. An dieser Stelle viele Grüße an die Polizei, die sich ja immer sagt, ja, die gepfeffert Fahrwerke sind ja illegal. Ich trage es so ein, wie es gehört, so wie es sein soll, so wie es machbar ist. Es hat alles ein TÜV-Gutachten, aber was die anderen machen, kann ich nichts für. Es ist ja ein Gewindefahrwerk, ist auch nicht verblombt. Dann müssen sie es verblomben, also ich kann ja nichts für. Ne? Das ist genauso, wenn ich sage, boah, Autobahn, Audi fährt in der Baustelle, wo 80 ist, mit 200. Also Audi, die machen nur illegale Autos. Ne? Das ist ungefähr genauso. Ich kann ja nichts für, wenn der mit 200 durch die Autobahn in der Baustelle durchbricht. So, was haben wir noch? Simon hat was zu trinken. wir haben S38V Limousine, haben wir letzte Woche auch angeliefert bekommen. Morgen kommt dazu uns der TÜV ins Haus, haben wir ein bisschen was zum TÜVen, sprich S3, RS6, dann haben wir hier den RS4 noch zum TÜVen, dann haben wir hier den RS3 noch zum TÜVen und ein Einbau kommt morgen auch und noch zwei Autos, die auch noch zu uns kommen. Also morgen ist im Vormittag richtig was los. Hat die originalen BBS-Felgen drauf, in dieser kugelpolierten Optik. Es sind nur, in Anführungszeichen, 19er, sieht aber in 19 Zoll gar nicht so schlecht aus. Also 20 Zoll, die Felgen 20 Zoll, gar nicht so schlecht, muss man sagen. Ja, Y-Speichen. Haben wir einen leichten Vergleich hier, ne? Also wenn man sagt, 19 Zoll, kugelpoliert, BBS und dann in Le Mans, in mehrteilig, in 20 Zoll, wirkt die 19er, das sieht man halt dann, den direkten Vergleich. Dass die Felge einfach, wenn die Speichen bis nach außen gehen, bei einer einteiligen Felge, immer größer wirkt wie eine mehrteilige Felge. Wobei natürlich die mehrteilige Felge von der Optik her ein bisschen geiler wirkt. Aber wie gesagt, ich finde es stimmig, weil es auch ein bisschen so niliert wirkt und das passt auch wieder zu der Spiegelkappe dazu und auch zum Grill, weil er hat ja den USA-Grill vorne drin. Finde ich mega geil, richtig, ist genau mein Style. Alles offen und auch von der Aluminium-Optik her mit dem Alu-Paket ist das Auto eigentlich sehr stimmig. Also es wär wirklich schade, wenn jetzt auf diesem Auto schwarze Felgen oder graue Felgen montiert werden würden. Es passen definitiv silberne Felgen oder halt hochglanzverdichtete Felgen auf dieses Auto sehr gut. Hier haben wir eine Variante 2 verbaut mit verstellbaren Stutzumlagern. Alles auf TÜV-Höhe eingestellt. Mit den 19ern kann man halt nicht so tief, dass das optisch noch ein bisschen geil aussieht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Hätten bestimmt noch wahrscheinlich vorne 4-5 cm Restgewinde, hinten noch 2 oder 2,5. Ne? Und wie gesagt, beim RS6 4B ist eine Variante 3 von uns verbaut. Würde sich natürlich auch anbieten, sowas mit HLS zu bauen.
bei der Geschichte, weil man halt dann ein bisschen noch variieren könnte, dann, dass das so die Fahrhöhe wäre und damit HLS dann ablegen. Meine Meinung. Aber wie gesagt, kann man ja immer noch nachrüsten. Wisst ihr ja, posten wir auch immer, dass man nicht zwingend von Anfang an HLS braucht, sondern auch nachrüsten kann. RS4 B9 hat schon Fahrwerk für uns gehabt, hat HLS bekommen. Es gibt ja zwei verschiedene Zylinder, wir sind noch nicht ganz fertig mit Zusammenbauen. Simon hat jetzt gerade vor einer Viertelstunde fertig gemacht. Wir haben jetzt zwei verschiedene Zylinder, sprich wir haben die flachere Version dieser Zylinder eingebaut, weil einfach der Hebepunkt bei diesen Zylindern dann, wenn man immer oben fahren möchte, eigentlich optisch eine geile Nummer ist. Das Auto ist vielleicht jetzt 1,5 cm tief als Serie angehoben und kann aber trotzdem dann oben gefahren werden und sieht nicht so komisch aus, so hochbeinig, wenn man dann die hohen Zylinder verbaut, so wie man es bei der Tanja, der RS4 hatten, dass diese Zylinder so hoch heben, dass das Auto 3 cm höher ist als original. Ne? Und so ist das wieder eine stimmige Geschichte. Es hebt hier so um die 35 mm. Die andere Geschichte geht nochmal 2 cm oder 2,5 cm höher. Also man muss ja auch sagen, es sind Winterreifen drauf. Ne? Sieht natürlich jetzt wieder ein bisschen anders aus, weil jetzt Winterreifen drauf sind, ist auch richtig. Der fährt ja auch die 21 Zoll MB Design. Dann sieht das optisch gleich wieder ganz anders aus, das ist klar. Aber trotzdem, dass man jetzt mal sieht, wo sich das bewegt. Ne? Das ist auch TÜV-gerecht schon eingestellt, das heißt abgelassen, Wohnfreiheit, so muss es sein. Sind wir wieder beim Thema, was der Kunde macht, ist sei dahingestellt, kann ich nichts für. So, sage ich jetzt es mal dazu. Ne? Das ist so, bei Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage, fragen Sie den Arzt oder Apotheker, das ist ungefähr so ähnlich. Das muss man jedes Mal dazu sagen, weil irgendwann verstehen Sie auch die letzten Polizisten, oh, gepfeffert ist alles illegal. Alles TÜV. Nein, da ist nichts TÜV. Wollen wir Vorspannfeder mal durchschieben? Oder ja, genau, da können wir dann morgen mal das erste Mal sehen. Vorspannfeder ist 8 cm, zack, wenn die durchgeht, dann passt alles. Wenn es nicht durchgeht und es ist anders eingestellt, als eingetragen ist, kann ich nichts für. Nochmal hier, viele Grüße an die Polizei. So, heute wird es halt, ich rede auch oft vor der Polizei, weil es mich schon langsam ein bisschen nervt immer, weil immer diese blöden Gequatsche da und was weiß ich, das nervt halt ein bisschen irgendwann. Ja, das Auto bekommt noch ein bisschen Carbon und ein bisschen Schweller und ein bisschen Miltec-Auspuffanlage mit EGBE und so weiter und so fort. Bekommt noch HLS nachgerüstet. Ne? Dann haben wir da eine richtig geile Geschichte, was das betrifft. Freue mich schon richtig drauf auf das Auto, muss man auch sagen. Und ja, das ist eigentlich schon relativ viel für die ganze Woche. Also nächste Woche geht es ja schon wieder sportlich weiter. Nächste Woche kann ich euch schon sagen, Folienprinz aus Berlin kommt mit einem E46 Touring, bekommt von uns ein Clubsportfahrwerk, also V3 mit Stutzumlager, hat Felgen selber dabei, wird auch ein cooles Video. Dann sind wir morgen in Linz bei der Turbo Elite. Da gibt es dann das Video vom RS6 und vom 3er Golf VR6 Turbo. Da wirst dich du schon richtig drauf freuen. Mhm. Vom Pazzi, der wo da jetzt doch, wo er sich das Auto abgebrannt ist damals und bisher ja keinen 3er Golf mehr hatte und jetzt 3er Golf mit Ultras, gepfeffert V3, richtig Leistung und so weiter. Genau, das werden wir morgen alles abfilmen. Dann sind wir nächste Woche Dienstag bei Bavarian Car Tuning. Es ist geplant, wenn die Jungs bis dahin wieder aus der Quarantäne sind, weil jeder von uns jetzt schon irgendwann mal in Quarantäne war. Es hat auch die Jungs dort nicht verschont. Da werden wir auch nochmal vorbeischauen in der Hall of Bügel. Und dann geht es weiter zu RS Hardcore am gleichen Tag. Werden wir dann auch noch ein schönes Video machen, mal einen kurzen Rundumfilm, wie die Jungs mit den Projekten wie Weid und Wörthersee und die haben ja so ein geiles Ding laufen mit lauter 1er Gölfe und so und da bringen wir auch ein Fahrwerk wieder, weil die mit ein paar 1er Gölfe irgend so einen Run machen möchten, habe ich gehört. Ist auch geile Geschichte. Dann sind wir Mittwoch bei Spindler in Kitzingen, weil der hat ein paar Autos wieder gemacht, hat der Tobi ein paar Autos zusammengetrommelt, was sie gemacht haben. Wir haben auch ein paar Autos abfilmen. Genau. Habe ich was vergessen? Soweit zum Datumsplaner. Genau, es ist viel geplant in nächster Zeit. Also, in diesem Sinne, es war wieder schön mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, Restsonntag. Ich hoffe, ihr habt vorher MotoGP geguckt, aber dieses Wochenende ist kein MotoGP. Aber nächstes Mal, wenn wieder Sonntag-Video kommt, MotoGP gucken. Super geil. Wir würden das übertragen. Sonntag geht es meistens los, Vormittag, 11 Uhr oder mittags bis nicht, nachmittags. Nicht um 4. Wann, wo? Wo? Ja. Auf Servus TV. Echt, oder? Ja, der Red Bull Sender. Schlechthin. Da muss jeder, der wohl Red Bull trinkt, muss der kennen. Sky oder so. Na, Sky. Gibt es Sky überhaupt noch? Gibt es Premiere noch? Premiere gibt es nicht mehr.
Nee, Servus TV. Also, macht es gut. In diesem Sinne, Servus Abadieri. Und weil es ja noch nicht genügt, weil ihr seht schon, sehr BBS-lastig momentan das Ganze. Am 3er BBS, am 2er BBS, am S3 BBS, am RS3 BBS. Und noch, weil es noch nicht reicht, eine schöne BBS Le Mans LM299 ET50 mit original goldenen Stern und schwarzen Schrauben. Boah, da bist du platt, wa? Da kriegst du, wa? Da kriegst du, wa? Also, gibt's ja bei uns alles und demnächst auch das neue Programm von BBS mit den neuen Rädern, mit dem neuen System, so wie es bei RH früher gegeben hat oder immer noch gibt, weiß ich nicht, mit dieser Spurplattengeschichte, dass mit einem Lochkreis für alle Felgen mit diesem Adapterschrank, den wir dann bekommen, die neuen Felgen draufpassen. Und da bekommen wir auch welche. Wir bekommen in der Wall jetzt neue BBS-Felgen dazu, ein bisschen BBS-Banner. Endlich bekommst du deinen Stuhl und ich so. Ich wollte gerade sagen, der Elvis soll ja den Stuhl nicht vergessen. Und deswegen wird es dann so werden, dass ihr dann bei uns zu uns kommen könnt. Und wir werden dann auch, wenn ihr beim Einbau da seid, eigentlich mal eine Felge draufstecken, dass ihr das seht, wie das aussehen könnte. Also wir werden da immer was da haben mit einem Reifen drauf und dann können wir diese BBS-Felgen auch immer auf die Autos stecken. Also, in diesem Sinne. Was ist denn der Bus eigentlich? Welcher Bus? Ja, VW-Bus. Bitte? Der VW-Bus. Mein VW-Bus. Ja. Der ist weg. Weg. Furt. Furt. Der ist weg. Furt. Nimm mal da. Wie war das? Welcher Film war das? Schuldes Mann jetzt so. Schuldes Mann. Was war da? Gib ihm die Kette. Wie? Nee, was eine Kette? Simon, was war denn das bei Schuldes Mann jetzt so? War das eine Kette, die er? Nee, oder das? Wir. Wir ist weg. Nimm mal da. Weg. Furt. Futsch. Reine Luft. Bist du geschnappt über? Kleine Seselmaul. Ja, genau. Nein, definitiv. Bus ist weg. RS4 ist weg. Ja, es ist einiges weg. Also RS3 ist weg, zwischendurch jetzt mal bei KW, jetzt 14 Tage wegen TÜV-Gutachten machen und so. Kommen wir aber zu BTM, lassen wir Auspuffanlage, EGBE-Auspuffanlage gleich einbauen. Und dann kommt noch Tanjas e-tron RS GT, der kriegt schon Felgen, sind auch schon da, bekommt auch eine Tieferlegung. Unser e-tron S ist auch da, bekommt jetzt auch eine Tieferlegung und die 24 Zoll, da machen wir dann auch noch ein Video dazu. Und dann sind wir beide elektrisch unterwegs. Ist gar nicht so schlecht momentan mit diesen aktuellen Spritpreisen bei 2,72 Euro auf der Frankenhöhe irgendwo in der Aral bei Ultimate 102. Da musst du schon stark bluten bei 40 Liter bei 120 Euro oder so. Da freust du dich natürlich wieder bei 27 Cent fürs Kilowatt. Ne? Und trotzdem, der RS3 wird geil und S1-Projekt. Ja, S1-Projekt. Da können wir jetzt dann demnächst mal die Karosserie was filmen. Da werden wir auch nochmal vorbeifahren. Und RS6 steht ja zum Verkauf, wird definitiv verkauft dieses Jahr und dann kommt noch mal was Neues dann, wenn der RS6 weg ist, aber das heuer noch wird, glaube ich nicht, das wird eher nächstes Jahr was. Wird der Schwarzmatt? Der nächste? Das weiß ich noch nicht, weil ich noch nicht ganz mich durchgerungen habe, was wird, aber man kann schon mal ein bisschen rätseln, es wird auf alle Fälle schnell und es hat nur zwei Sitze, definitiv. Also so viel ist sei schon mal gesagt, aber das weiß ich noch nicht was, da bin ich jetzt noch am Schluss. Ich dachte, dass die Ape mehr Platz hätte. Und hat Minimum, wie viel? 15 PS. Genau. Smart for Two. Jetzt hast du es verraten. Aber gut. Smart for Two mit Ausfällen. Ja, genau. Zwei Sitze schwarz-matt, was soll es sonst werden? Genau. Ja, genau. So war das.